Beim Ausklammern sollt ihr eine solche Aufgabe in eine andere Form bringen. Und diese Form sieht immer so aus, man hat eine Zahl mal Klammer auf, irgendeine andere Zahl plus irgendeine Zahl, Klammer zu. In diese Form sollt ihr diese Aufgabe bringen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Zunächst mal sucht ihr oben in der Aufgabe diejenige Zahl, die doppelt vorkommt. Und da seht ihr schon, das ist die minus 5. Die steht hier und da hinten nochmal. Und diese Zahl, die doppelt vorkommt, die kommt in der neuen Form hier vor die Klammer. Und jetzt muss man nur noch klären, welche zwei Zahlen hier in die Klammer kommen. Und das sind einfach die, die übrig bleiben. Die 3 ist noch übrig, die setzen wir hier hin. Und die 7 ist übrig, die kommt hier hin. Hier hin die 3 und hier hin die 7. Jetzt bin ich fertig mit Ausklammern und kann die Aufgabe nach den üblichen Regeln Klammer vor Punkt vor Strich zu Ende rechnen. Ich schaue also zuerst in die Klammer, denn die muss ich ja zuerst rechnen. Ich rechne also 7 plus 3 ist 10. Das mal minus 5 muss stehen bleiben. Und im letzten Schritt rechne ich jetzt noch minus 5 mal 10 minus mal minus, minus mal plus gibt minus. Und 5 mal 10, 50. Zweites Beispiel. Auch diese Aufgabe soll ausgeklammert werden. Heißt für euch, sie soll in eine andere Form gebracht werden, die wieder so aussieht. Irgendwas mal Klammer auf, irgendwas plus irgendwas. Das ist der erste Schritt. Als zweites sucht ihr oben in der Aufgabe diejenige Zahl, die doppelt vorkommt. Das ist in dem Fall die 17. Dann als nächstes wisst ihr, die Zahl, die doppelt vorkommt, kommt immer vor die Klammer in der neuen Form. Und in die Klammer, also hier und hier, kommen dann die Zahlen, die übrig bleiben, die 4 und hier die minus 6. Bei der plus 4, da kann ich das plus auch weglassen, also schreibe ich einfach eine 4 hin. Bei der minus 6 darf ich das minus nicht einfach weglassen, da schreibe ich das jetzt hier so mit rein, Klammer auf, minus 6, Klammer zu. Und dann bin ich mit dem Ausklammern fertig und kann jetzt nach den üblichen Regeln weiterrechnen. Die 17 bleibt stehen. Jetzt muss ich hier aber in die Klammer reinschauen und diese Rechnung hier erstmal vereinfachen, denn ein Plus und ein Minus verschmilzt zusammen zu einem Minus. Also steht hier drin in der Klammer 4 minus 6. Und spätestens jetzt kann ich es ganz normal rechnen. 17 mal hier in der Klammer jetzt 4 minus 6, das ist minus 2. Jetzt gibt es hier die kleine Besonderheit, dass ich ein Mal und ein Minus nicht so hintereinander schreiben darf. Da muss ich jetzt so eine kleine Klammer rumsetzen. Das ist also nicht diese Klammer, sondern die muss nur hin wegen dem Mal. Und jetzt rechne ich 17 mal minus 2 plus mal minus gibt minus und 2 mal 17 ist 34. Nächstes Beispiel. Ich weiß wieder, ich soll ausklammern, also wird die Aufgabe diese Form bekommen. Jetzt muss ich mich nur auf die Suche machen, hier oben, welche Zahl doppelt vorkommt. Da sieht man, das ist die minus 43. Dann weiß ich also wieder, dass das die Zahl sein wird, die hier vor die Klammer kommt. Dann schaue ich wieder, welche Zahlen bleiben übrig, die minus 26 und die 16.
Und dann schreibe ich die hier rein in die Klammer. Minus 26 und hier die 16. Dann rechne ich wieder die Klammer zuerst. Minus 26 plus 16, also ich habe minus 26 Euro auf dem Konto und zahle jetzt 16 Euro ein. Dann lande ich bei minus 10. Die minus 43 muss ich noch stehen lassen. Und jetzt seht ihr, jetzt kommt es hier wieder so. Ich habe hier ein Mal und hier ein Minus. Das darf ich nicht so hintereinander stehen lassen. Also mache ich hier diese kleine Klammer drumherum. Und jetzt der letzte Schritt. Ich rechne minus 43 mal minus 10. Minus mal minus ergibt plus. Und 43 mal 10 kann ich jetzt ganz einfach rechnen, indem ich einfach eine 0 an die 43 anhänge. Also 430. Das Plus hier kann ich auch weglassen. Und hier seht ihr jetzt auch den großen Vorteil vom Ausklammern. Durch das Ausklammern habe ich hier unten diese ganz einfache Rechnung bekommen. Minus 43 mal 10, die wirklich gut zu machen ist, weil ich einfach nur die 0 anhängen muss. Hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich hier oben die zwei großen Zahlen hier miteinander multiplizieren müssen. Die 26 und die 43. Da hätte ich eine Nebenrechnung machen müssen und hier bei der 16 und 43 eben auch. Da können schnell Fehler passieren und dank Ausklammern habe ich hier diese ganz einfache Rechnung. Letztes Beispiel. Es kann auch sein, dass bei einer Aufgabe nicht nur die Zahl doppelt vorkommt, sondern auch dreimal. Und das ist hier der Fall. Die minus 7, die steht hier dreimal. Und wenn das der Fall ist, funktioniert das eigentlich alles genauso wie vorhin, nur mit dem Unterschied, dass die Form jetzt in der Klammer eben drei solche Päckchen hat. Weil eben die 7 dreimal vorkommt. Trotzdem nicht verwirren lassen. Die Zahl, die dreimal vorkommt, die kommt ja vor die Klammer. Also hierhin. Und in die Klammer kommen jetzt die Zahlen, die übrig sind. Die 9 setze ich hierhin. Die 5 setze ich hierhin. Und die 6 setze ich hier hin. Hier die 9, hier die 5 und hier die 6. Dann rechne ich das wieder nach den üblichen Regeln weiter, nämlich die Klammer zuerst. 9 plus 5 plus 6, das ist 20. Das Mal hier nicht vergessen. Und dann rechne ich minus 7 mal plus 20, minus mal plus gibt minus und 7 mal 20 ist 140.